Dumich Hallig heute unterzeichnet. Der Deutschunterricht erfolgt zunächst an 5 Schulen und beginnt ab der 9. Klasse. Der Unterricht endet mit der Prüfung zum deutschen Sprachdiplom. Der Oberhausener Theaterintendant Peter Karp steht vor einem Wechsel nach Freiburg. Eine Findungskommission der Stadt hat sich mit großer Mehrheit für ihn als neuen Schauspielchef ausgesprochen. Karp ist seit 2008 Intendant in Oberhausen. Er hatte seinen Vertrag im Jahr 2013 für weitere 5 Jahre verlängert. Der Verwaltungsdirektor des Theaters Oberhausen, Jürgen Hennemann, bedauerte den möglichen Wechsel. Falls Karp vorzeitig gehen wolle, werde ihm Oberhausen aber keine Steine in den Weg legen. Das Filmfest von Venedig wird mit dem Bergsteigerdrama Everest eröffnet. Nach Angaben des Festivals wird der Film des isländischen Regisseurs Bergra Kormakur am 2. September gezeigt. Everest läuft außer Konkurrenz. Der Film zeigt die tragische Klettersaison im Jahr 1996, als 8 Bergsteiger in einem Sturm am höchsten Berg ums Leben kamen. Das Drama kommt Mitte September in die deutschen Kinos.